Nach diesem Riesengewinn werden bei Goldman Sachs wieder die Riesenboni fließen. Das klingt ja ein bisschen, als ziehe da wieder die gleiche Mentalität ein, die die Krise erstmal möglich gemacht hat. Naja, ich glaube, die Champagnerflaschen, die sind bei Goldman Sachs schon kaltgestellt, denn es wird Milliarden Bonuszahlungen geben. Aber das liegt unter anderem auch daran, dass Goldman Sachs risikoreicher in den vergangenen Quartalen gehandelt hat. Und das ist ja nicht so eine gute Nachricht. Und außerdem sind super schnelle Computer in den Handel hineingekommen und haben Händler ersetzt. Das heißt, das ist eine weitere Entwicklung, von der man sehen kann, dass an der Wall Street wieder mehr über Gewinne nachgedacht wird als